haben jetzt kurz nach 8 und ich mache mich jetzt auf den Weg in die Stadt. Dann essen wir da was, bisschen Pre-Workout-Meal und danach geht's ins Gym. Ich bin jetzt in der Stadt und gleich da. Ich muss jetzt eigentlich nur noch einen Parkplatz finden und dann können wir schon essen gehen. Perfekt. Richtig fett. Reis, Hühnchen, Maschallah. Ich nehme jetzt hier noch meine Supplements. Und ja, jetzt haben wir hier ein paar Tabletten. Die ziehe ich mir jetzt noch rein vor dem Gym. Und dann wird durchgezogen. Halbe Apotheke jetzt, Digga. Das schon. Aber scheiß drauf. Egal. Okay? Ja. No pain, no gain. So, wir haben jetzt ganz genau 23.13 Uhr. Und wir gehen jetzt trainieren, ziehen nochmal richtig durch. Ist zwar schon spät, aber scheiß drauf. Als erstes wärmen wir unsere Rotatoren in der Schulter auf. Dazu gehen wir in Cable Tower. Wir machen hier 3 Sätze, a 10 Wiederholungen. Als erste Übung machen wir Seitheben am Cable Tower. Gehen wir einfach hin, stellen es ungefähr kniehoch ein. Dann gehen wir hier hoch. So, Mika Abe hat sich jetzt am Handgelenk beim Boxen verletzt, aber er versucht trotzdem 30. Ich denke, das kriegt er hin. Ja. Yeah. Geht's, Abe? Nach den 3 Sätzen Seitheben machen wir jetzt hier Military Press. Abschließend trainieren wir jetzt noch die hintere Schulter, dann sind wir mit der Schulter fertig. Dafür gehen wir an die Butterfly-Maschine und machen Reverse Butterflies. Mika hat gerade erklärt, dass man im 45-Grad-Winkel die hintere Schulter besser trifft. Dementsprechend hat er sich jetzt so positioniert. Smarte Taktik, der Blick. Ja. Wenn man sich hinsetzt, trainiert man so. Gerade oben nimmt noch den Trapez im Rücken mit, das ist scheiße. Deswegen gehe ich hoch, 45 Grad Winkel und drücke dann hier die Maschine, dann geht es mehr auf die hintere Schulter. Digga, die Maschine ist auch so schlecht konzipiert, das ist viel zu tief. Ja, ich bin viel zu groß dafür. Viel zu klein, was soll die Scheiße? So eine Rotzmaschine. Über Riese, Digga, war bitte. Davor. Digga, ich möchte an die scheiß Macher von denen hin. Die sollen die Scheiße mal umprogrammieren, Digga. Die können mich ruhig einladen. Ich mach das für die, ehrlich. Was soll die Scheiße? Nee, das ist einfach so ein Ding. Das ist für diese Riesenkonzipierte. Die erzählen nichts. Ja, du musst 2,50 Meter dafür sein. Was ist das? Guck mal, wenn ich mich hier hinsetze. Digga, wo ist das? Ich muss hier stehen für die Übung. Trotzdem. Ich stehe, Digga. Ohne Witz, wir trainieren jetzt einfach um 12 Uhr. Das ist sau spät. Und das merkt man halt auch, vor allem nach einem Arbeitstag, wenn er gerade anstrengend war. Aber es ist halt viel entspannter, es ist viel leerer. Hat man ein bisschen mehr seine Ruhe. Und der Bree ist gerade Wasser auffüllen. Da kommt er auch schon. Wei, wei, wei. Let's go. Jetzt werden noch Arme gehittet. Wir trainieren jetzt den Brachialis mit den Omacross. Sieh, Junge, komm. Und jetzt Reaver an alle, die dachten, ich wäre breit wegen dem Oversize-Shirt. Jetzt kommt meine Lauchhaftigkeit zum Vorschein. Stabiler Brediger. Jetzt für den Trizeps hauen wir Trizeps Extensions mit einem Arm auf.
gehen wir wieder an den Kabelzug, machen keinen Griff drauf, greifen hier und gehen dann runter. Ein letzter. Komm, letzte Wiederholung. Zieh, zieh, zieh. Sehr, sehr, sehr stark. Sehr stark, Bro. Sehr stark. Strong. Auf geht's. Komm, zieh, zieh, zieh. Stark. Wir hauen jetzt gerade hier noch an der SZ-Stange die Sätze raus. Ist jetzt fertig mit dem Satz. Jetzt komme ich noch. Ein letzter Satz und der Bizeps ist gefickt. Yeah. Schön, diese Ader, die hier, die war gerade draußen, Digga. Einfach mein kleiner Finger, Digga. Hier nochmal 5 für den Trizeps. Schön mit dem Seilzug runter am Kabelturm. Sehr sauber. Für mich die beste Trizepsübung, Trizeps-Pushdowns am Kabelturm mit der geraden Stange. Wichtig, dass wir schön den kompletten Trizeps mitnehmen. Nehmen wir hier runter. Wir machen hier Reverse Bizeps Zug am Kabelturm für den Unterarm hier vorne oben, damit wir auch einen stabilen Unterarm haben. Einfach Reverse Griff, so Reverse und dann nach oben. Check den Chigo mal von oben bis oben. Check den Chigo von unten bis oben ab. Letzter Satz hier gerade. Wir haben mittlerweile 1 Uhr. Jetzt fertig. Für uns geht es dann jetzt nach Hause und dann geht es erstmal Regeneration angesagt. Schlafen erstmal und morgen geht es weiter. Schlafen, Digga. Auf geht's, Jungs. Das Wichtigste nach dem Training, die Proteinzufuhr. Deswegen gönnen wir uns hier einen schönen Eiweißshake. Hier Isoclear am Start. Dann nehme ich 1,5 Scoops und hau dazu 400 ml Wasser rein. Stark. Freunde, wie ihr wisst, Proteine werden nicht verschwendet. Okay. Ja, aber das ist tatsächlich, machen wir das so. Dass, also wir wollen ja kein Protein verpassen. Das heißt, Mika wird es jetzt vom Boden lecken und ich filme es. Stier. Kurz noch mal ein paar abschließende Worte. Wir haben jetzt mittlerweile 1.35 Uhr. Das Licht macht so Faxen hier, Alter. Und ja, ich bin jetzt daheim. Was geht hier ab? Ich bin daheim. War ein nices Training. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich nehme euch weiterhin mit auf meine Reise. Und dann bis zum nächsten Mal. Peace out.